freue mich, dass ihr alle hier seid, hier in Leipzig zu Hannesfest 2017. Ich wünsche euch eine großartige Veranstaltung. Für viele Unternehmer ist es unklar, was auf sie zukommt im Rahmen der Digitalisierung. Und was wir hier machen bei der Handelskraft ist, dass wir mit den Unternehmern und mit den Unternehmen eine Art Survival-Training durchführen, um diese Zeit zu bestehen. Wir haben vor allen Dingen exponentielle Veränderungen unserer Zukunft. Also wir sind an der Kurve 4 und der nächste Schritt ist 8 und 16. Das heißt, in 5 Jahren sind wir 30 Mal so weit. Im Grunde alles recht positiv, aber auch ein paar Dinge, die wir beobachten müssen, wie zum Beispiel Privatsphäre, Datenschutz und diese Dinge. Also exponentiell neue Chancen und auch neue Herausforderungen. Ich würde jedem empfehlen, sich kritisch zu hinterfragen, in welche Richtung geht's, wie reagieren unsere Kunden drauf, und anhand dieses Feedbacks auch entscheiden, gehen wir weiter in die Richtung oder gehen wir einen Schritt zurück und bewegen uns in eine andere Richtung. Wir setzen jetzt seit 3 Jahren Microservices ein. Wir entwickeln die über die Zeit mit sehr vielen Teams parallel. Und wir sehen darin einfach das schnellste und das druckvollste Mittel, um unsere Services auch für unsere Kunden auf die Straße zu bringen und nicht in den Monolithen weiterzuentwickeln und einfach sehr viel Zeit damit zu verbringen, bis das am Ende alles fertig wird. Chatbots sind definitiv der neue Mega-Hype, was im E-Commerce und generell im Kundenkontakt angeht. Es geht wirklich darum, wieder eine 1:1 Beziehung mit dem Kunden zu führen über eine künstliche Intelligenz. Man kriegt hier Insights in andere E-Commerce-Projekte, wo man tatsächlich auch sehr viele Learnings mit nach Hause nimmt und die dann auch mit umsetzen kann im eigenen Projekt. Der Mensch ist das Wichtigste, mal ganz grundsätzlich, und es sind die Momente. Es sind Momente wie heute, wo wir zusammen sind, Momente, wo wir gute Diskussionen haben. Und genau diese Momente machen eigentlich das aus, machen solche Tagungen aus, machen eben auch den Menschen aus und machen Führungsleute aus. Ein wahnsinniges Location hier oben, 30 Meter über Grund, Blick über die Rennstrecke, tolle Autos, tolle Kunden. Wir haben doppelt so viele Teilnehmer als im letzten Jahr. Die großen Namen in unserer deutschen Industrie und im deutschen Handel, die sich ja ganz offen austauschen. Und das ist der Zauber der Handelskraftkonferenz. Das ist mega, der absolute Burner. So geil bin ich noch nie Auto gefahren. Super Event, Mörder Location. Passt zum Tag, total geiles Programm, gute Speeches und krönender Abschluss mit einer unglaublichen Fahrt auf der Strecke, werde ich nie vergessen.